Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diesel Brothers The Game, dem Schrauber-Simulator. Ja, wir sind dabei, dieses Auto irgendwie wieder zu retten und zusammenzubauen, obwohl ich da nicht unbedingt von Rettung sprechen möchte, sondern höchstens von verzweifelten Rettungsversuchen. Selbstironie ist übrigens auch eine Form der Kunst, wenn man über sich selber lachen kann. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr euch so zahlreich in den Kommentaren beteiligt und auch immer Hinweise und so weiter gebt, möchte aber darauf hinweisen, weil ich das noch vergessen habe zu tun, auf zwei Dinge organisatorischerseits. Erstens, wir haben einen Sendeplan, das haben viele YouTuber mittlerweile von mir abgeguckt. Das ist ein Kalender auf meiner Webseite, wo ihr seht, welche Videos wann kommen. Total geile Sache, weil dann wisst ihr nämlich immer, wann die Videos kommen, müsst gar nicht fragen, wann kommt. Das ist total praktisch, so, das passt da nicht hin, warte mal, da muss, glaube ich, dieses Ding kommt da hin, ne? So. Hier fehlt noch irgendwas. Ah, hier fehlt das Teil wieder. Das ist ja in der Gegend rumgeflogen. Hier liegt es. Ja. Der Sendeplan, der verrät euch nämlich, wann was kommt. Da trage ich immer ein, wann die nächsten Folgen so kommen. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, was zeigt der eigentlich noch, dieser YouTuber, dieser komische, könnt ihr da mal gucken. Da seht ihr das alles aufgelistet. Und zwar steht das immer dann da drin, wenn ich die Folgen bereits aufgenommen habe. Und das bedeutet für euch im Umkehrschluss, wenn ihr jetzt schreibt, Garderol, wenn du neben dem Auto stehst, ja, und dreimal hochspringst, kriegst du 10.000 Geldeinheiten. Und mich dann, also hab das in Folge 2 geschrieben und frag mich dann in Folge 3, Garderol, was bist du für ein scheiß YouTuber? Du liest ja noch niemals die Kommentare, ich habe dir schon 5-mal geschrieben. Geht das nicht, weil ich natürlich die Folge schon aufgenommen habe. Es gibt YouTuber, die gaukeln euch vor, dass sie jeden Tag frisch aufnehmen, ne, für euch nur das Beste und so. Ich bin immer ehrlich zu euch gewesen, das geht nicht. Und ich finde es auch gut so, wenn man am Stück aufnimmt, dann ist man so ein bisschen in so einem Flow drin. Das ist besser, als wenn man sich jedes Mal wieder neu erst wieder reindenken muss. Und ihr kennt das ja bei so einem alten Sack wie mir, das dauert seine Zeit, nicht? So. Und das wollen wir nicht. Das tut weh beim Zugucken. So. Dann kommt der Bremsklotz drauf. Das war geraten, aber trotzdem richtig. Und dann müssen wir das wieder verschrauben. Und auf Zeit, ne? Leute, wir hätten so abgelost. Naja, jedenfalls. Und ich trage dann auch immer erst im Sendeplan ein, wenn das fertig produziert ist. Zum Beispiel im Moment stehen da 19 neue Folgen von Fabrikentausch, dem Factorio-Projekt, wo wir eine Factorio-Fabrik mit zwei Spielern spielen, aber ohne, dass der eine sieht, was der andere tut. Das heißt, eine Folge lang spielt der eine. Der nächste muss sich dann wieder reindenken, was der gerade gebaut hat und spielt, weil das ist am Anfang noch relativ simpel, aber das wird ja immer komplizierter, je komplizierter die Fabrik wird. Und ja, ich persönlich finde das ein sehr, sehr cooles Projekt. Das gibt es so nicht auf YouTube und da sind jetzt 19 Folgen von aufgenommen. Das heißt, wenn dir jetzt in der ersten Folge schon auffällt, Garderol, die roten Flaschen müssen da und da rein, das nützt nichts, weil in einer Folge sind schon im Kasten. Das ist natürlich als so für einen Zuschauer blöd, weil man dann an die, ich kenne das, ne? Man kaut dann auf den Zehennägeln rum. Stell dir das kurz bildlich vor. Okay. Und ja, man kann nicht ändern, was der Mann da macht, aber ganz ehrlich, das kann man eigentlich selten, ne? Man könnte im Gronkh oder PewDiePie was schreiben, als ob der in der nächsten Folge das umsetzt. Und das ist Gegaukel mit, oh, dies, das, jenes und so. Ich möchte das nicht. Ich möchte euch das immer ehrlich und offen transparent kommunizieren, wann was kommt und wie das kommt und wenn ja, wie viele, ne? Und deswegen ist das hier unsere Herangehensweise. Und da seht ihr zum Beispiel, dass ich im Moment noch tagesaktuell den Schrauber-Simulator aufnehme. War eigentlich die Folge, die ich weggeworfen habe, auch die, wo ich gemerkt habe, dass das 6 Muttern statt 7 waren, ich das falsch bestellt habe? Nee, ne? Das haben wir uns zusammen angeguckt, das Desaster. So. Gut. Also, dann würde ich sagen, wir schrauben das mal wieder zusammen und schrauben dann den Motor los. Denn ich glaube nicht, dass wir mit unserem Ersatzteil irgendwie da dran kommen. Da müssen wir noch gucken, welche Seite das ist. Wir haben aber auch, glaube ich, nur, das ist eine einseitige Seite, ne? Die wir da bestellt haben. So, auf Zeit hätten wir das niemals geschafft und das Ganze ist auf einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen an den Empfangsgeräten, egal ob ich jetzt in eurem Ohr stecke oder ihr auf der vollgepupsten Couch sitzt,
Wir gucken uns das Teil mal eben an. So, hier ist es. Premium. Right. Also, wir müssten die Seite sehen können. So, das ist alles Schrott. Das ist auch alles Schrott. Ich werde auch mal mit euch gemeinsam die Werkstatt ausrüsten wollen. Würde mit euch die Werkstatt ausrüsten wollen. Da ist ja auch so einiges, was man hier machen kann. So, wir gucken mal in die Hilfe. Motor. Der Motor sitzt am Frontframe. Wird gehalten von den Engine Mounts. Und wenn die los sind, kann ich das Gehäuse aufmachen oder ich kann an den beiden Seiten hier diese Injections rein. So verstehe ich das Schaltbild. Würdet ihr auch so sehen, oder? Gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch da dran kommen. Während da die Achse montiert sich. Müsst ihr eigentlich, ne? So, wir locken mal auf die Engine. Wobei dieser Lock-Modus, ne, der ist irgendwie für einen Hut. Also, guck mal, da siehst du nichts mehr. Du müsstest doch jetzt eigentlich genau sehen, welche Schrauben jetzt genau für dieses Teil sind. Aber das funktioniert halt so nicht. Du siehst da quasi gar keine mehr. So. Noch eine. Ich nehme an, das muss alles ab. Engine. Wir hatten doch irgendwo auch diesen Holder hier. Shaft. Framebar. Wie auch immer ich mit meinen Armen jetzt um diesen Block da oben rumkomme mit der Bohrmaschine. Es ist mir ein Rätsel. So, die sind alle los, die sind alle los. Die hier müssen noch. Ups. Ah, jetzt sind die Reifen hier, da bin ich gerade vorgelaufen. Da muss ich sagen, das ist im Car Mechanic Simulator und so weiter in diesem ganzen Simulator besser gelöst. Da kann man so die Kamera schwenken und kann da drauf gucken. Das ist schon irgendwie cooler. So, und jetzt nehme ich an, muss ich den runterlassen. Und dann kann ich wahrscheinlich mit dem Management-Ding den Motor mit dem Kran rausheben. Oder müssen wir das mit so einem Ding hier machen? Aber mit dem nicht. Wenn, dann brauche ich den anderen. Den haben wir aber noch gar nicht, oder? Wow, ich habe einen Reifen-Rack. Ach, cool. Kann ich das auch benutzen? Kann ich gar nicht benutzen. Hä? Warum das nicht? Na gut. Haben wir einen anderen? Haben wir nicht. Gut, da gucken wir mal kurz hier rein. Und da sieht man sehr viel. Also versuchen wir es mal mit dem Management Interface. So, Management, Transfer, Teile des, so. Not all bolts are uninstalled. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir den Motor hier mit rausnehmen müssen. Ich habe übrigens auch die, weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, ich habe die Lampe, die hatten wir noch gemeinsam ausgetauscht, oder? Und das ist ein schwebendes Auto, das hängt über den Puffern. Schwebt das. So, ja, was hätten wir denn da noch an Schräubchen? Ja, schau mal, Junge. Achso, ich habe nicht mit dem Schrauben. Die nachfolgende Sendung verschieben sich um ca. 35.000 Minuten. Willkommen bei Garderobe. So, was haben wir denn noch? Na, die Schräubchen sind schon los. Radiator. Grill. Müssen wir eventuell den Grill abmachen, um in den Motor zu kommen? Eigentlich nicht, ne? Aber ich will mal da reingucken und euch das zeigen.
Okay, ist noch irgendwo verschraubt. Heißt das wirklich Grille? So, da ist der Motor. Und da sehen wir hier vorne. Das ist wirklich wahrscheinlich noch hier an der Kühlungseinheit fest. Das macht Sinn. Den hätten wir aber auch so rausgekriegt. Ja, und dann ist der hinten wahrscheinlich noch an der ganzen Antriebseinheit dran. Denke ich mal. Aber wir versuchen es nochmal. Die Area ist... Ach so. Ist wieder der Lift nicht ganz unten. Leute, 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 komm, dann machen wir den ganz runter. Nochmal. Management, Transfer. Nee. Mode, Show Parts. Free Mode. Escape. Gut, dann wird er noch unten an dem ganzen Getriebezeugs festhängen. Das haben wir noch gar nicht losgeschraubt, glaube ich. An dem, nee, wie heißt das? An dem, ne, die, das Transmissierende, was am Motor so alles dranhängt. Wo ist denn mein Schrauber? Ja. Zum Beispiel, hier. Das sieht so aus. Ne, hier, wenn, ne? Warte mal, hier ist der. Wo ist denn jetzt der Motor? So, dann würde ich mal annehmen, das hier muss alles ab. Wobei das ja. Naja, komm, wir machen mal. Also ich sehe jetzt zumindest nicht, wie wir anders an diese Einspritzdinger da oder was auch immer das sein soll, was wir da austauschen, drankommen sollen. Und das ganze Chassis abheben ist ja auch Quatsch. Das ist ja völliger Blödsinn. Einen Bumper müssen wir ja wohl für auch nicht losmachen. Aber hier unten sind noch Kühlergrillschrauben. Ihr habt auch geschrieben, wie cool es wäre, wenn so wirklich dann Marken hier auch im Spiel wären. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das nicht der Fall ist. Da sieht man, wie wichtig mir das ist, dass da Marken im Spiel sind. So, wir locken mal. Aber scheinbar sind das nur die Schrauben und die haben alle los. Also scheint wirklich die, da scheine ich wirklich die richtigen Schrauben gefunden zu haben. Es gibt keine weiteren, aber wir lassen nochmal eben kurz runter. Da weiß ich, wer über den Kühler sogar Quatsch. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, was wir machen müssten, ist die Motorhaube abzuschrauben. Weil, guck mal, die geht nur so auf. Das können wir noch vorstellen, dass wir die abschrauben müssen, damit wir da überhaupt rauskommen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt in der Werkstatt wäre, in echt, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil ansonsten sieht das mir so aus, als würde der ganze Klaradatsch beim Rausheben die Motorhaube mitnehmen. So. Dann legen wir die mal schön hier an die Seite. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da noch eine Schraube finden. Da sind noch mehr Schrauben aufgetaucht, aber der Motor, der ist so frei jetzt hier. Ich sehe jetzt nicht, dass wir dieses Oberteil noch rausnehmen müssten. Gut, wir testen es nochmal. Und das sollten wir in 20 Stunden schaffen, ehrlich. Nee. Das ist ja Wahnsinn. Dann müssen wir hier das, müssen wir noch mehr losschrauben. Fender. Das ist wahrscheinlich das Teil, was hier oben drauf sitzt, ne? So, den habe ich schon.
Das ist ja auch mittlerweile, was mich ärgert, auch bei elektrischen Geräten, aber auch beim Auto und so. Das ist ja wie bei der Formel 1, ne? Du schließt ja irgendwie das Auto noch an den Computer an und der Computer sagt dir dann alles, was du wissen willst. Und so wie früher, weiß ich nicht, wenn ein Ladegerät mal im Eimer war, dann hast du das geschnappt. Bis bald.